Willkommen zurück beim Mobility Blog von CrossFit Black Forest. Heute möchte ich mit euch die Übung Flanke besprechen. Die Flanke ist eine Übung aus dem Mobility Konzept 5 und für mich eine der wertvollsten Übungen geworden für eine funktionierende Schulter. Wir mobilisieren hauptsächlich die seitliche Muskelkette damit und zwar durch den ganzen Körper. Ihr werdet es gleich sehen, ich werde die Übung vormachen und ihr werdet sehen, wir kriegen eine schöne Bogenspannung in den Körper rein. Gerade wer Schulterprobleme hat, mit Schulterproblemen meine ich ein verklebtes Schulterblatt, was nicht mitrotiert beim Überm Kopf strecken. Wer das diagnostiziert bekommen hat oder weiß, dass das Schulterblatt nicht so funktioniert, wie es sollte, für den ist die Flanke eine sehr geeignete Übung. Ich mache sie vor. Alles, was ihr braucht, sind letztendlich zwei Ringe oder ein TRX-System oder ihr legt ein Handtuch über eine Stange und greift sie seitlich. Ist alles machbar. Es funktioniert tatsächlich am einfachsten mit zwei Paar Ringen. Wir nehmen die Ringe, greifen seitlich zur Stange hin. Jetzt machen wir Folgendes. Wir haben ein Bein immer näher zur Stange. In dem Fall ist es mein rechtes Bein, das näher zur Stange steht. Das macht den Schritt über das linke. Und jetzt lasse ich mich hier seitlich reinfallen. Wichtig ist, dass der obere und der untere Arm weitgehend gestreckt bleiben. Versucht, diese Arme gestreckt zu lassen. Hier reinfallen und ihr merkt schon, hauptsächlich über dem Kopf wird der Arm hinter den Kopf gezogen. Das garantiert, dass ihr aufrecht bleibt, weil das ist nicht okay. Ihr solltet hier aufrecht bleiben und hier seitlich rüberziehen lassen. Belastet das äußere Bein, in dem Fall mein linkes Bein, was letztendlich stehen geblieben ist. Rechte Bein steht oben drüber. Das heißt, das Bein, was die Streckung mit aufnimmt, soll belastet werden. Und so schaffen wir es, in dieser Position einmal die komplette muskuläre Kette zu mobilisieren, beziehungsweise auf Länge zu trainieren. Wir arbeiten hier mit muskulärer Spannung, wir fallen rein und müssen dagegen halten, um nicht umzufallen. Der Nutzen ist sensationell, das geht wirklich schnell. Ich merke durch diese 10 Sekunden, die ich jetzt in der Position war, eine maximale Verlängerung der seitlichen Muskelkette. Die andere Seite sieht ja genauso aus, diesmal mein linkes Bein her, Schritt rüber, reinfallen lassen und den Arm wieder hinter den Kopf ziehen lassen. Am Anfang muss es nicht das Ziel sein, dass ihr in die maximale Weite reingeht. Es reicht, wenn ihr locker anfangt und nicht langsam reinfallen lasst. Versucht, den Zug zuzulassen. Versucht, in die Länge zu gehen. Wenn es am Anfang kaum möglich ist, die Arme zu strecken, macht diese Übung mit leicht angewinkelten Armen. Völlig in Ordnung, ihr kriegt den Nutzen und euch wird es immer länger ziehen. Ich bin auch nicht direkt in diese maximale Position reingekommen. Das ist Training. Deswegen heißt das Ding Längentraining. Das wird Schritt für Schritt besser. Probiert das aus, macht das nach, bleibt geschmeidig. Euer Coach Benny.